So, bin ich jetzt zurück. Du bist neu hier. Ja, ich bin neu. Was hast du hier so? So, hier kann man neue Einrichtung. So, hier kann ich das hier. AK-47, das ist ja geil. Den noch aufrüsten, dass ich noch mehr. Schön, dich zu sehen, dann. Oh, so einiges. Ich nehme kein. Koko wird durch. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu finden. Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Ah, dem kann wir ich sehen das uns mal. Am Boot. Ja, ich will aber mit dem Pony. Hey! Scheiß Vieh. Hab definitiv eine Salami. Kann ich irgendwo. Das wollte ich zuerst eben machen. Da ist noch ein Pony. Ganz ruhig. Und das da vorne ist am nächsten dran. Passiert. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist sehr rücksichtsvoll von ihm. So weit würde ich nicht gehen. Papa vertraut Leuten von außen nur nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust. Mann, das sind ein scheiß Fotos. Hier ist Danny. Danny von Libertad. Ich weiß. Meinst du, das hätte ich vergessen? Nein, ich wusste nur nicht, ob du. Ach, vergiss es. Ich nähere mich hier an der Gegend bei Castillos Gift. Such nach gelben Behältern. Bei Sprühkommandos und Flugzeugen findest du das Gift auch. Alles klar. Ich bin dran. Hier muss ich gut aufpassen. Andate. Oh, ich hoffe, Kogo kommt wieder rein noch. Den kriege ich nicht rein.
Wen? Scheiße, eine Kamera. Da, die, ja. Alarm. Oh, der ist noch eingesperrt, da sind wir hier noch raus. Nein, Türkisch. Auf Fokus, du Arschloch! Zerstören? Ja, so mein Krokodil hier. Mierda. So, sind noch mehr große Fässer irgendwo?
Ja, scheint nicht so zu sein. Auto kann ich bestimmt reparieren noch, oder? Ah, die Reifen brauchen wir ein bisschen. Wieder mal langsamer. Echt jetzt? Macht der da? Soll ich was zu machen werden? Thank you.
gerade die Flugzeuge mit erwischen. Das hat ein erwischender Flugzeug. Der Supremo voll sein. Boah, das Geschütz gleich schnappen. Scheiße, kann man gar nicht steuern selber. Das ist sehr cool. Ja.
Mehr als 20 Fahrzeugschrott. Fahrzeug. Ich dachte, ich könnte mal vier auch da hochhetzen. Okay. Los, auf, Dani. Da ist es. Dieses Krokodil gehört ins Wasser. Ich hoffe, los kann es weitermachen. Thank you.
Alter. Hier wohl noch Gift stehen hier. Was für Explosionspfeile? Ne. Hey, Flugzeuge gehörten ja auch noch mit dazu, ne? Sehr zerstört. Hier kann ich nicht fliegen. Ich muss woanders starten. Die keine Schadensanzeige haben, scheiße. Nö, kann ich ganz wie normal laufen. Ich will es nicht komplett von vorne machen, die Mission. Würde Carlos sicher befallen. Thank you.
Scheiß, hinter dir. Scheiße. Ein Truck. Zieh ich dir nichts mehr ab. Abwehr da hinten zerstören. Spezialeinheit? Auto. Kümmere dich nicht um den Kratzer. Danny, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Sie heißt Yami. Sie ist der Ruhr-Gott des Autos. Mit zwei von euch komme ich nicht klar. Ruhr her, Ruhr da. Lass gut sein, war ein schlechter Witz. Schau einfach bei Yami vorbei. Thank you.
Das ist ja auf Straße los. Eine Patrouille hat meine Familie bestohlen. Okay. Wir wollen sie überfallen und es wäre großartig, wenn du uns hilfst. Danke sehr. Später. Ich will eine Tür schweißen. Jetzt muss ich weg. Großes Risiko ein für einen Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Schönes Boot. Gehört es dir? Nein, habe ich gestohlen. Papa hat mir beigebracht, wie man Traktoren kurz schließt. Boote unterscheiden sich da nicht so sehr. Hey, Carlos muss zu einem Arzt. Viel Glück. Er hustet Blut. Er braucht Hilfe. Papa hat mich mal mit zum Fischen genommen. Südlich der Costa del Mar. Er kann gut mit Vieh umgehen, aber nicht mit Fischen. Er hat einfach zu wenig Geduld und konnte nicht auswerfen. Immer zog er die Schnur über den Boden. Einmal verfing sich der Haken sogar in seiner Lippe. Er war so wütend, dass er eine Stange Dynamit ins Wasser warf. Er hat eine Menge Fische getötet, aber auch ein verdammtes Loch in unser Boot gesprengt. Wir sind 5 Kilometer zur Küste zurückgeschwommen. Alle Boote haben angehalten, um uns zu helfen, aber Papa sagte denen, sie sollen sich verpissen. Was hat das damit zu tun, dass Carlos krank ist? Was ich sagen will, ist, dass der Tag, an dem Carlos Montero Hilfe kriegt, der Tag ist, an dem die Hölle zufriert. Alter, die Montero seid stur. Ich nicht, nur Papa. Ja, klar. Halt's Maul. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen. Das hat Anton zumindest behauptet. Schön, deshalb wurde er gewählt. Ja, von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt falsch. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Uns zusammenbringen. Und das ist sicher nicht Papa. Halt. Hat keinen Plan. Sein Plan ist folgender. Sag bloß niemandem, was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Reagiere einfach auf das, was Napoleon el Pequeño dir entgegenwirft. Er ist so oldschool. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng, hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, hattest du einen Freund fürs Leben. Das wird uns noch alle umbringen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues. Flexibleres. Wir müssen diesem Hijo de Puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Ja, sehe ich auch so. Gute Antwort, Danny. Lisch. Mexikanische?
Der Tabak hier draußen wurde wie virifiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Come mierdas. Scheiße. ¿Qué pasó? José Vixa Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Er wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No. Su nombre, Teniente. Ach, so geht der Beförderung also. Scheiße. Hey, da drüben. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na dann los. Vielleicht hilft uns sein Freund beim Hubschrauber an der Platz. Also so rumschreien. Wir haben einen Sunny. Nest, ein Hund. In der Richtung ist schon mal gar nicht. Wapo, jetzt! Wo kümmerst du dich? Volltreffer!
bei Ton hier. Hier steht José hat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Okay, wir müssen immer noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Guapo, come on. Okay, mach ich hier. Glaube ich auch erstmal Feierabend. Ja, beim nächsten Mal geht's da mal in diese Villa rein. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch Terror gibt. Oder bis später.